Das APZ Andritz ist das Ausbildungszentrum des Landes, wo junge Menschen mit Behinderung eine Ausbildung erhalten. Und was Neues, wir krempeln das APZ komplett um, im positiven Sinne. Wir passen es an das jetzige Jahrtausend an, indem wir die neuen Technologien auch einführen. Das ist die eine Schiene. Und die zweite Schiene ist, wir werden stärker auf Beratung setzen. Und wir wissen aus den Gesprächen mit sehr, sehr vielen Eltern und Schulen, dass gerade der Übergang von der Schule, ich bin 15, 16, 17, im Falle von Jugendlichen mit Behinderung eine schwierige Frage ist. Was mache ich dann? Wo kann ich hin? Gehen, was gibt es an Ausbildungen, was gibt es an Arbeitsmöglichkeiten? Und das wird das erste österreichische Beratungszentrum für junge Menschen hier im APZ installiert werden. Wir können Informationen weitergeben, zum Beispiel, wo kann man ansuchen um eine bestimmte Leistung, wenn jetzt das APZ nicht die richtige Einrichtung ist, wo kann man dann hin? Wir machen so ein inklusives Talente-Center, wo geschaut wird, was können die jungen Leute, was haben sie mitgebracht, was würden sie auch gerne tun, was sind die Vorlieben, was sind die Stärken. Und da wird dann genau passgenaue Variante gefunden, macht man Lehre, vielleicht eher in einem klassischen Beruf wie Tischler, was man da machen könnte. Oder geht man, wie gesagt, in Richtung Digitalisierung, wo es ganz, ganz wunderbare Möglichkeiten gibt, auch für junge Menschen mit einer Behinderung, dass sie wirklich zu einem tollen Job kommen können. Hier wird auch Beratung für Unternehmen passieren. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice werden wir schauen, dass diese Schnittstelle, ein junger Mensch, der tolle Ausbildung hat, dass der jungen Leute da auch einen Job finden. Und da arbeiten wir auch mit der Wirtschaftskammer, mit dem Arbeitsmarktservice. Und das alles passiert hier vor Ort im Ausbildungszentrum des Landes in Graz. Bei uns gibt es eine Berufsausbildung, einerseits für AMS-Jugendliche, aber auf der anderen Seite für Jugendliche mit speziellen Bedarfen. Sogenannte TAP-Leistung, Teilhabe an der Beschäftigung. Und die Jugendlichen werden einerseits in einer Orientierungs- und Kompetenzphase bei uns aufgenommen, wo man mal schaut, Stärken, Schwächen, wo täten sie gern hingehen. Und nach dieser Abklärungsphase können sie in eine von 8 Lehrwerkstätten bei uns gehen. Wir haben die Küche, wir haben die Tischlerei, wir haben Malerei und Beschichtungstechnik, wir haben eine Lackiererei. Wir haben eine Kfz-Werkstätte, eine Schlosserei, eine Gärtnerei und die Hauswirtschaft.